Guten Tag, Leute. Runde Nummer 2 für den heutigen Tag. Aufnahmesession. Ja. Okay, keiner da. Wo ist denn der? Der hat doch gesagt, er ist eventuell im Tempel, oder? Wenn er nicht hier an seinem, in seiner Hütte ist. Dann lass uns mal gucken. Den muss ich, genau. Ja, wahrscheinlich wegen der Mission ist er jetzt nicht da. Merkwürdige Dinge bei der großen Höhle. Genau, da muss ich nochmal hin. Das können wir damit verbinden. Das ist dasselbe, oder? Große Höhle hinter den Ruinen. Im Sumpf. Die zwei Missionen gehören dann wohl mehr oder weniger zusammen. Bräunlichen Pilze. Genau, warte mal. Wir wollen mal ein paar Pilze nochmal machen. Hey, Zara. Bei ihr. Den Löffel immer im Kreis drehen. Ja, ja. Ah, nee, okay. Geht jetzt so nicht. Okay, dann halt nicht. Unheimliche Skelette. Jetzt verstehe ich langsam. Leute, ich glaube, der da drüben, der da hier so sammelt, das ist irgend so ein komischer Dunkelmagier da. Und da wird wahrscheinlich auch, da findet diese Mission statt, oder? Unheimliche Skelette. Oh, da müssen wir aber erstmal hinkommen irgendwie. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es gegen Lurker aufnehmen will. Ja, also wenn ich ihn halt nicht sehe, dann nehme ich es mal gar nicht mit einem auf. Okay, das war ja zu erwarten. Ja, liegt am Renderer. Ich weiß, ich werde es nach diesen Aufnahmen jetzt mal kurz versuchen, nochmal, ob ich es hinkriege. Wird wahrscheinlich sehr schwer werden. Weil bei mir... Genau! Was noch bei mir gerade Sache ist. Und zwar, wenn ich Spine jetzt gestartet habe, dann kommt bei mir immer eine Meldung, ja, er würde gerne Administratorrechte nochmal vergeben und dann nochmal neu starten, weil er muss aktualisieren. So, er macht das auch bis zu einem gewissen Grad. Braucht aber bei... Ein neuer Tag. Bei einer Datei bleibt er dann allerdings stehen. Das ist so eine ZS-Datei. Ja, keine Ahnung. Also, ich habe den auch schon mal 1,5 Stunden laufen lassen. Hey, Corwin. Da hat sich ich hoffe, du kannst gar nichts getan. Ich kann das zwar mit X dann wegmachen und spielen, aber ich weiß halt nicht, inwiefern das jetzt alles hier beeinträchtigt ein bisschen. Das mit dem Renderer klappt halt auch nicht. Der bringt mir beim Starten direkt die Fehlermeldung. Ich werde das aber noch hinkriegen, okay? Ich will euch jetzt hier nicht mit Details hier voll labern. Ich versuche das irgendwie hinzukriegen. Ja, ein Varan. Dann war das gar kein Lurker, der unsichtbar war, sondern ein Varan. Aber ich denke mal, ein Varan können wir vielleicht sogar schaffen. Mit dem Trick hier. Ich werde ihn einfach gegen die Wand drücken. Das muss ja funktionieren, oder? Oh, er zieht mir halt einfach gleich die Hälfte ab. Aber gut. Die Hälfte reicht ja dann noch. Immer links, rechts. Und wir haben ein Level-Up. Sehr geil. Oh, wir werden jetzt mal zurückgehen. Genau, wir gehen jetzt zurück. Lernen kurz das Viecher ausnehmen. Dann treffen wir uns genau wieder hier. Werden noch einen kleinen Schlenkerer machen und gucken, ob dieser eine zahme Scavenger da noch irgendwo rumläuft. Weil den sollen wir ja irgendwie auch noch finden. Ich weiß nur echt nicht genau wie. Der ist wahrscheinlich weiter in den Sumpf hinten reingelaufen, kann ich mir vorstellen. Alles andere macht ja irgendwie gar keinen Sinn. Ich meine, der ist ja einfach weg gewesen. Das sind noch so ein paar kleine Rätsel, die ich jetzt hier lösen muss in dem Spiel. Hansen müssen wir noch besiegen. Ich muss nochmal kurz die Mission mal kurz durchgehen, weil ich habe mir da nichts mehr aufgeschrieben jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Sam ist verschwunden, ja, super. Das Bier muss ich auch noch irgendwie verteilen. Ja, mehr haben wir eigentlich so gar, also mehr so kleinere Nebenmissionen gibt es jetzt gerade gar nicht. Da müssen wir echt mal abwarten. Mir wäre es echt ganz recht, wenn ich demnächst zumindest irgendeinen schrottigen Bogen anziehen kann. Damit ich halt die Gegend ein bisschen absuchen kann mit dem. Ja. Ist echt gefährlich hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es ist schon knackig. Also, vorletzter Schwierigkeitsgrad.
Ich bin mir nicht sicher, ob wir diese Höhle schaffen werden mit dem Schattenläufer. Es kann sein, dass wir ihn schaffen. Es kann sein, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe, glaube ich, nachgeschaut. Es war, glaube ich, ein junger Schattenläufer. Ich bin mir aber echt nicht sicher. Wenn das ein Ausgewachsener ist, dann würde ich fast schätzen, wir schaffen das nicht. Ah! Hast du etwas zu essen für mich? Wenn man das, was man hier im Sumpf zum Kochen in die Finger bekommt, als Essen bezeichnen kann, tja, dann habe ich was für dich. Jackal hat gesagt, dass jeder im Lager einen Eintopf pro Tag bekommt. Nur eine Mahlzeit am Tag? Hey, jetzt wird man nicht gleich frech, Kleiner. Wenn die Jäger etwas Anständiges vor ihre Bögen bekämen, dann gäbe es auch mal wieder Fleisch. Und wenn dir das immer noch nicht reicht, dann kannst du ja mal Blutfliegen probieren. Davon gibt es hier mehr als genug. Gib mir etwas von deinem Eintopf. Hier, ist noch warm. Ah, danke. Ja, ich gehe davon aus, dass der Eintopf bitte warm ist. Hallo? Nett. Was war denn das jetzt für ein Eintopf? Oh, nicht schlecht. Das müssen wir uns also auch noch merken. Jeden Tag hey, einmal hierher. Hi. Kann ich dir irgendwie helfen? Du kannst für mich einen Dieb erledigen. Ich soll jemanden umbringen? Ja, eine Sumpfratte. Ach so. Was hast du denn gegen die Viecher? Nicht irgendeine Sumpfratte. Eine ganz spezielle Sumpfratte, musst du wissen. Sie hat etwas von unseren Vorräten geklaut. Ich weiß auch nicht, wie ihr das gelungen ist. Aber wir brauchen die Sachen wieder zurück. Was fehlt denn? Mir fehlen 4 Hämmer, 2 Sägen und 3 Stahlstangen. Weiß auch nicht, wie so ein Biest so viele Gegenstände auf einmal tragen kann. Und wo ist diese Sumpfratte jetzt? Sie ist die Holzbrücken entlang gelaufen. Dort kannst du anfangen zu suchen. Okay, ich mach mich auf die Suche. Ich hab mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Georg. Und wer bist du? Ich sollte jetzt gehen. Bevor diese Sumpfratte sich aus dem Staub macht. Wie du meinst. Tritt diesem Rattenbiest schön in den Arsch. Aha. Ja, machen wir. Wie geht's denen zwei eigentlich? Teil. Okay. Dann werden wir das jetzt lernen, Leute. Tiere ausweichen. Wir können ja eigentlich schon zum gewissen Grad Tiere ausweichen. Ah, wir haben gar kein Gold. Fällt mir gerade auf. Überall gibt es noch irgendwelche Missionen, von denen ich nichts mehr weiß. Ich soll dich von Kabir grüßen. Du warst bei Kabir? Wie geht es ihm? Gut, schätze ich. Er hat mir von eurer letzten Jagd erzählt. Oh ja, das war vielleicht ein Abenteuer. Ich hoffe, wir können das bald wiederholen. Ray macht es uns in letzter Zeit nicht gerade leicht. Was meinst du damit? Ach, vergiss es. Besser, wir reden nicht darüber. Gut, dann reden wir halt nicht darüber. Also gut. Wir werden uns mal kurz Gold beschaffen. Irgendwie ist die Musik weg. Hallo? So sieht's aus. Ist das an hier? Und ich habe was für dich. Ah ja, Leute, so ist das halt, gell. Kann man nichts machen. Hey, Skinny. Zeig mir deine Waren. Ja, guck, Kurzbogen benötigt sogar nur 5 Geschick. Habe ich mich bei der letzten Aufnahme getäuscht. Eigentlich theoretisch könnten wir den ja auch mal holen. Weil ich denke nicht, dass wir so viel Geschick lernen werden jetzt. Weil schaut mal an, was ist da noch für... Obwohl, die sind echt relativ niedrig eigentlich, die Bögen. Alle. Heckenbogen, 40. Stärke haben wir, aber das Geschick haben wir halt einfach gar nicht. Breitschwert. Was? Die Schwerter brauchen auch Geschick? War das schon vorher so? Oh ja, ich vergaß noch zu erwähnen, wir spielen auf der 3.0.8 inzwischen. Auch schon seit den letzten 2 Folgen eigentlich. Gardeschwert. War das mit dem Geschick wirklich schon so? Ja, ich glaube schon, oder? Ich bin gerade verwirrt, muss ich sagen. Gut, die groben Schwerter, ha, okay, die haben nur Wert von 1. Sie bringen gar nicht so viel zum Verkaufen. Na was? Wenn ich jetzt wüsste, ob wir so die anderen Flügel noch brauchen, würde ich die vielleicht sogar einfach mal ein bisschen verkaufen. Nur kurz um... Ich lasse mir ein paar, okay? Okay. Machen wir nochmal bis 15 runter. Wir brauchen halt jetzt 200 Gold schnell. Und dann sind wir wieder komplett leer. Ich weiß nicht, ob ich das Silberzeug auch verkaufen kann. Oder ob es hier so einen Halbwurfverschnitt gibt, der mir das Zeug besser abnimmt. Ich habe keine Ahnung.
Da wir sowieso nicht so viel mit Bolzen und dem Zeug schießen, kann ich auch ein paar von dem Zeug erstmal verkaufen. Ich will nur kurz auf die 200 kommen, weil alles andere, das mache ich irgendwann mal. Da hätten wir halt einen Ring, der macht 3. Gürtel macht 3, aber der kostet halt 350. Gut, ist immer noch billiger als normal, der Gürtel kostet. Der kostet normal nämlich 500. So, dann werden wir das nochmal schnell abspeichern. Wir haben hier nochmal ein paar Takte mit den Leuten sprechen. Da bin ich wieder. Was für Zau... Was hat er denn noch so eigentlich? Ja, der hat hauptsächlich Magiekram, gell? Der Trank kostet halt echt schon 50. Na, den Gifttrank brauchen wir eigentlich nicht, gell? Ja, das wird jetzt echt schwer eigentlich, da jetzt... Gesellschaft! Hey, danke nochmal, dass du mich von der Einsamkeit befreit hast. Ja, ja, ist in Ordnung. Sollen wir noch kurz zum Horste gehen, oder? Der ein Bier für uns hat. Dann lass mal dein Angebot sehen. Och Mann, ich hätte ihn jetzt gern noch reden gehört. Was war das gerade? Gestohlener Sextant? Okay, ich glaube, wir kommen hier bei der Diebesgeschichte ein bisschen voran, oder? Aha, ein Sextant. Sucht Johnny nicht nach so einem Ding? Ich dachte nämlich auch gerade. Oh nee. Wieso muss ich den kaufen, um ihn drauf anzusprechen, bitte? Klar, er kostet nur 60. Oh, will ich das jetzt machen? Will ich das machen? Komm, wir machen das. Ich will das jetzt... Nein! Hey, Horst! Johnnys Sextant ist gestohlen worden. Wusstest du das? Ja, schon. Schon merkwürdig, dass du mir gerade einen verkauft hast. Die Dinger findet man ja nicht gerade wie Sand am Meer. Worauf willst du hinaus? Das weißt du ganz genau. Warum hast du ihn bestohlen? Psst, nicht so laut. Okay, ich geb's ja zu. Erzähl Johnny bitte nichts davon. Ich höre. Es ist so. Vor meiner Zeit als Wirt habe ich mir meinen Unterhalt als Taschendieb verdient. Ist aber schon lange her und ich dachte mir, Horst, wenn du nicht bald was klaust, dann verlernst du das noch. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Der Sextant hat mich so angelächelt. Es muss da einfach sein. Ich mach's auch nie wieder, versprochen. Hier hast du dein Gold wieder. Okay, ich werde Johnny nichts davon erzählen. Erstmal. Oh, danke. Da wäre der Horst ja fast dran gewesen. Wie funktioniert das? Das Stehlen meine ich. Hat dich der Horst neugierig gemacht? Wenn du mal eine freie Minute hast, dann kann ich dir zeigen, wie das geht. Einfach so. Naja, kostet dich dann schon eine Kleinigkeit. 300 Goldbrocken. Der Horst ist gerade knapp bei Kasse. Ich werde auf dein Angebot zurückkommen. Ja. Also, ich war ja eigentlich im normalen Gothic nie der Fan von Taschendieb. Ich habe das, glaube ich, nie gelernt. Also im Vanilla. Ich habe das, glaube ich, erst angefangen, so mit die Rückkehr, wenn man das halt für bestimmte Missionen gebraucht hat. Ich meine, es macht Spaß, aber es macht in die Rückkehr einfach keinen Spaß. Besonders ab 1.1, wegen diesem Random-Faktor, das ist halt einfach zu heftig. Ich weiß nicht, wie das hier ist, ob man das jetzt wirklich für irgendeine Mission, also Hauptmission braucht. Ich hoffe es nicht. Wenn man natürlich dadurch reich werden kann, dann ist es eine tolle Sache, aber wie ihr wisst, wir lernen kein Geschick. Das heißt, es wird schwer mit Taschendiebstahl. Du hast es doch gestohlen. Gib es mir sofort wieder. Junge, bist du dumm oder was? Nicht mehr. Was soll das heißen, du hast es nicht mehr? Jetzt bist du dran. Du bist jetzt dran. Du machst mir keine Angst, Kollege. Wer hat gesessen? Habe ich gerade gespeichert? Natürlich. Ja, das Amulett. Wird echt mal wieder Zeit, dass jemand in der Stadt vorbei. Das ist echt blöd. Jetzt komm jetzt hier nicht mehr vorbei. Hallo, Horst. Skinny, alter Freund.
Horste, ich muss mal kurz durch deine Bar durch. Danke. Willst du ein Bier? Sorry, nicht bei der Arbeit. Du kannst mir aber gerne nach Feierabend eine Runde ausgeben. Okay. Verschlüsselte Situation. Ach Leute, ich weiß auch nicht, was ich jetzt hier machen soll. Ja, das mit der Sumpfratte machen wir noch. Ahoi, Schnapsbrenner. Brandig. Ah, sehr gut. Ich brauche was Stärkeres für Schweig. Das kann ich mir denken. Unser Kapitän ist echt der Härtefall. Aber ich habe da vor ein paar Tagen ein neues Rezept entwickelt. Wäre ein guter Zeitpunkt, das auszuprobieren. Hier. Das kriegst du sogar umsonst. Sag mir einfach, wie er reagiert hat. Mach ich. Das könnte spannend werden. Kann ich dir ein Bier ausgeben? Davon habe ich bereits genug hier oben. Wie witzig. Ja. Kein Pirat ohne Alkohol. Okay. Ein Spezialdrink. Da werden wir mal reinschauen. Das war doch ein Rezept, was er uns gegeben hat, oder nicht? Oder war das nur ein Tagebucheintrag? Achso, nee, er hat uns direkt dieses Gesöff gegeben wahrscheinlich. Brandigs Spezialdrink. Macht den härtesten Trinker. Genau das macht er. Hier können wir auch noch uns hinlegen. Wie viel Uhr ist denn jetzt? Nee. Wir haben fast schon wieder den ganzen Tag verplempert hier. Steht er hier eigentlich immer noch hinten? Nee. Okay. Gut, dann werden wir jetzt... Ich muss erstmal mich wieder erinnern, wo Brandig denn genau war. Johnny, ja, das ist klar. Lass mich mal kurz mit dir nochmal reden. Johnny! Bitte. Stopp. Soll ich ihm den geben? Ja, oder? Hier ist dein Sextant. Ja, das ist er. Wo hast du ihn gefunden? Boah, ist jetzt nicht so wichtig. Die Hauptsache ist doch, dass du ihn wieder hast. Auch wieder wahr. Hier, das hast du dir verdient. Ich sollte wohl besser auf meine Sachen achten, was? Ey, wir werden langsam reich. Sehr gut. Hey, Jackal. Na, das mache ich noch nicht. Ich verliere langsam... Ja, was heißt den Überblick? Es ist halt nur wieder so, wir müssen uns da beweisen und haben da Aufgaben. Hey, du! Oh. Du suchst doch nach einer Aufgabe. Immer her damit. Hab ich recht? Immer her damit. Ja, schon. Hast du was? Du kannst für mich eine Lieferung abholen. Okay. Das ist alles? Lass mich doch mal ausreden. Du kannst eine Lieferung Pfeile für die Jäger abholen. Der Typ, der uns mit Munition versorgt, heißt Norik. Neuerdings hat er sich eine Hütte auf einem Plateau mitten im Sumpf gebaut. Nee. Hat wohl seinen Spaß am Einsiedlerleben gefunden. Für mich wäre das ja nichts, so ganz ohne Bier und Gesellschaft. Naja, soll mir auch egal sein. Hauptsache, wir bekommen unsere Pfeile. Bin schon unterwegs. Jetzt chill doch mal. Sag ihm einfach, dass Jose dich schickt. Dann weiß er Bescheid. Die Pfeile kannst du direkt Aldo bringen. Bevor er die nicht bekommt... werden die Jäger wohl nur auf der faulen Haut herumliegen. Immerhin eine Sache, in der sie gut sind. Darin kann ihnen keiner was vormachen. Selbst ich nicht. Wenn du das gemacht hast, komm wieder zu mir. Denke, du machst das nicht umsonst, was? Klingt nicht verkehrt. Yep. Könntest du mir helfen, im Lager aufgenommen zu werden? Aber sicher doch. Du brauchst die Zustimmung von Hector. Und für die brauchst du meine. Ohne mich, Finn, kommst du also nicht weit. Ich hab da auch schon etwas, was du machen könntest. Was soll ich für dich machen? Du kannst mir meine Silberkette aus dem Sumpf wiederholen. Hab sie verloren. Das soll wohl ein Scherz sein. Der Sumpf ist doch riesig, oder nicht? Ach, diese Sache mit den Zustimmungen fängt an, Spaß zu machen. Und du findest das auch noch witzig. Hör mal, ich brauche wirklich deine Stimme. Das weiß ich doch. Jetzt reg dich mal wieder ab.
Super. Oh Mann. Aber jetzt, wir reden das mal kurz. Jetzt mal im Ernst. Was soll ich für dich machen? Okay, dann hole ich mal etwas weiter aus. Vor ein paar Tagen habe ich Aldo und Alberto bei der Jagd geholfen. Die beiden hatten Angst, so weit in den Sumpf zu gehen. Also hat mich Hector dazu verdonnert, den beiden den Rücken freizuhalten. Und dabei hast du deine Kette verloren. Willst du die Geschichte nun hören oder nicht? Schon gut, erzähl weiter. Wir haben uns durch den halben Sumpf gekämpft, in der Hoffnung, irgendwas Nahrhaftes aufzutreiben. Irgendwann sind wir dann auf ein paar Sumpfratten gestoßen. Mitten im Kampf mit den Biestern haben uns dann ein paar Goblins überfallen. Das habe ich aber leider zu spät bemerkt. Da waren die beiden Feiglinge schon über alle Berge. Alleine hatte ich keine Chance gegen die Sumpfratten und die Goblins. Ach ja, hatte ich eigentlich die Warane schon erwähnt. Boah. Gleich drei von den Biestern. Kann von Glück sagen, dass ich nochmal davongekommen bin. Und dabei hast du... Ja, dabei habe ich meine silberne Kette verloren. Und wenn du willst, dass ich dir helfe, im Lager aufgenommen zu werden, dann findest du meine Kette und bringst sie mir zurück. Und wo soll ich suchen? Du kannst dir ja Alberto schnappen und dich von ihm hinführen lassen. Nach der Geschichte ist er mir noch was schuldig. Und das weiß er auch. Und wenn er das nicht will, dann sag ihm, dass ich ihm eins auf die Nüsse haue. Aldo kannst du, glaube ich, vergessen. Der hat sich auf seiner Flucht das Knie verletzt. Und wieso kommst du nicht einfach mit? Ich bin doch nicht so lebensmüde, mit zwei ach so erfahrenen Jägern wie euch beiden in den hintersten Winkel unseres Sumpfes zu marschieren. Mach das mal schön ohne mich. Und außerdem, du willst meine Zustimmung. Das habe ich doch richtig verstanden, oder? Na schön. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ganz richtig. Wo finde ich Alberto? Meistens steht er am Lagereingang herum. Kannst ihn also gar nicht verfehlen, wenn du das nächste Mal vor die Tür gehst. Danke, wie witzig. Also, was mir auffällt, also ich glaube mal, die meinen mit diesem Sumpfgebiet, das da hinten, was dann Richtung dieser einen komischen Höhle oder Durchgang ist, wo es zum Canyon geht, also da, wo die Minecrawler im normalen Gothic drin sind, ich glaube, dass sie dieses Gebiet meinen. Und was mir noch auffällt, es gibt hier, also bis jetzt, glaube ich, in dem Spiel noch keinen einzigen Charakter, der keinen Namen hat, mit dem man nicht irgendwas Wichtiges sprechen kann. Ich meine schon, oder kommt mir das gerade nur so vor? Es gibt keinen, der einfach nur, keine Ahnung, Söldner oder Rebell heißt. Finde ich auch mal gut. Ich meine, es ist zwar schwer dann, für jeden wirklich irgendwas zu finden, aber ich finde, das ist einfach dann irgendwie besser. Also ich meine, man hat ja nicht das Gefühl, okay, damit das Lager ein bisschen voller wirkt, stellen wir da und da noch ein paar Charaktere hin, ohne Namen einfach. Finde ich echt gut, dass da wirklich jeder jetzt einen Namen hat und auch jeder mit dir irgendwas redet und was für dich irgendwie zu tun hat. Mach lieber was nützt. Also, echt wirklich, bis jetzt muss ich sagen, top Mod, muss ich echt sagen. Also wirklich super, macht verdammt James. Viel Spaß. Was denn noch? Auch wenn ich gerade echt planlos bin, weil ich mir wirklich so viele Namen merken muss und keine Ahnung, der eine hat eine Mission und schickt dich danach, aber nicht, musst du nicht zu dem gehen, sondern dem was anderes geben, wie zum Beispiel dem Aldo dann die Pfeile geben und so weiter. Oh, das ist halt echt, aber gut, da müssen wir durch. Was für eine Rüstung trägst du da? Sie lässt sich keiner der drei Fraktionen zuordnen. Das Fraktionsdenken kannst du dir gleich wieder abgewöhnen. Es mag sein, dass die meisten durch ihre Rüstungen gezeichnet sind. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass wir zu wenig Material haben, um jedem eine neue anzufertigen. Wir müssen mit dem zurechtkommen, was wir haben. Das beantwortet aber nur teilweise meine Frage. Meine Rüstung habe ich noch aus der Zeit, in der ich der königlichen Armee gedient habe. Sie ist ein Teil von mir. Genauso wie meine Vergangenheit. Ja, aber das sind ja eigentlich diese alten Rüstungen, oder? Diese Garderüstungen, oder nicht? Wie kommt es dann, dass du der Anführer eines Rebellenlagers bist? Ich war es, der die drei ehemaligen Fraktionen vereint hat. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Das verbindet uns. Das scheinen leider nicht alle so zu sehen. Trotzdem geben Jakal, Hector, Shrike und ich unser Bestes, damit diese Einstellung auch in den letzten Schädel eindringt. Wieso hast du die Armee des Königs verlassen? Das ist eine längere Geschichte. Vielleicht ein andermal. Oh ja, wäre glaube ich besser so. Ja, also ich laufe hier nur noch mal ein bisschen rum, um
paar Takte mit den Leuten zu reden. Vielleicht hat ja der eine oder andere noch mal irgendeine Mission für mich. Ja, Finns Kette, das wird, glaube ich, echt heftig. Der Norik, ich glaube, ich weiß auch, wo der ist. Der ist an dieser einen Stelle, wo der Teleporter ist, wo es dann nach oben geht mit den Treppen. Dieses Plateau scheint der wohl zu meinen. Und da muss ich eine Sumpfratte noch jagen. Ich glaube, ich weiß auch schon, wo sich die eventuell befindet. Okay, wir können jetzt eigentlich nichts mehr so weit machen. Wir haben leider schon sehr spät, also vom Ingame-Tag und auch von der Aufnahmezeit her. Deswegen würde ich sagen, wir schauen nur mal ganz kurz raus, ob wir da jetzt auf die Schnelle was finden. Wenn nicht, würde ich mich sowieso pennen legen und dann machen wir da bei der nächsten Folge weiter. Warte, kann ich eigentlich mit Miguel noch irgendwas sprechen? Warum ist der eigentlich schon wieder hier? Kannst du mir welche von deinen Kräutern verkaufen? Du interessierst dich für Kräuter und Pflanzen? Also, wenn du willst, natürlich. Ein paar habe ich immer bei mir. Zeig mir deine Kräuter. Zeig her das Kraut. Ja. Aber jetzt warte mal noch mal kurz. Wir haben doch jetzt gelernt, wie wir diese Tränke herstellen können, oder? Könnt mir 4 Tränke machen. Ich glaube, ich werde noch mal kurz Tränke brauen. Bin mal gespannt, ob er dazu auch Feldknöterich braucht. Bis jetzt stand ja eigentlich nur dran, man bräuchte... Ja, der Jens steht halt sofort auf, gell? Der will mir echt aufs Maul hauen. Ich hoffe, wir sind irgendwann mal stark genug, dass wir dem entgegenwirken können. Braucht man wirklich nur 4 Heilpflanzen, oder wie? Oder braucht man auch... Er wird dieses Dings da auch brauchen, oder? Oh, diese Alchemieflaschen da. Die haben wir gar nicht. Es geht echt trotzdem, okay. Womit denn? Was, womit denn? Ah, dafür doch, man, fehlt mir irgendwas. Ja, man braucht die doch. Okay. Dann geht das wohl nicht mehr. Oh, Mann. Ja, es geht ja. Er steht ja zumindest nur irgendwie in der Kneipe rum den ganzen Tag. Da kann man ihm wohl aus dem Weg gehen. Wir werden mal noch kurz versuchen jetzt, vor dem Aufnahmestopp, ob wir diese Sumpfratte auf die Schnelle erwischen. Wenn ich richtig liege mit meiner Vermutung, dass die jetzt gleich hier auf der rechten Seite irgendwo kommt. Weil da haben wir eh noch nicht alles weggeräumt. Das sind noch ein paar Blutfliegen. Hast du mittlerweile gelernt, wie du den Lurkern ihre Klauen ausreißt? Aber sicher doch! Dieser Spruch ist so doof, echt. Ah, da wimmelt es mir aber noch ein bisschen zu viel. Ein Versuch, Leute. Einen machen wir kurz. Boah, wie viele. Ja, mal schauen jetzt. Wir werden das schon schaffen. Komm her. Willst du jetzt herkommen? Ein Mist viel weniger. Ich sollte mich vielleicht ein bisschen aufladen, zumindest. Nur ein kleines bisschen vielleicht. Das reicht ja schon. So, nächste Blutfliege. Immer schön abspeichern. Und genau da hinten war ja noch der Innos-Schrein, oder? Ist das ein Innos-Schrein, oder? Ich denke schon, gell? Also ich muss sagen, zu der einen Folge, wo wir das erste Mal gegen diese ausgewachsene Blutfliege gekämpft haben, das ist ja ein Riesenunterschied schon. Obwohl wir wirklich gar nicht so gut bewaffnet sind eigentlich. Aber man merkt es einfach, wenn der Volltreffer kommt, war es das für das Viech. Auf jeden Fall. Boah, das sind ja noch 3 Stück. 4 Stück. Also mit der Sumpfgastrode. Die wird wahrscheinlich echt heftig. Aber ich habe so das Gefühl, hier war dann diese Sumpfratte. Ich hatte gedacht, dass die Sumpfratte hier ist, aber ich glaube, da habe ich mich wohl getäuscht. Wäre wahrscheinlich zu einfach gewesen. Na, ich würde mal fast sagen, wir cutten hier kurz ab und wir machen beim nächsten Mal weiter. Das heißt, ich sag mal bis gleich. Oder für bis 2-3 Tage, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Ciao und bis zum nächsten Mal.